Hitzeschlacht beim vierten Lauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2015. Die schwierigste Rennstrecke der Welt fordert Fahrer und Fahrzeuge bis ans äußerste Limit. Also es wird sicherlich ein hartes Rennen, vor allem schon mit der Hitzeschlacht. Keine Gnade für die Debütanten Lexus und AMG an diesem Wochenende. Nordschleifen-Premiere unter härtesten Bedingungen für den Mercedes-AMG GT3 und den Lexus RCF. Ich muss pumpen, aber ich habe es nicht mehr rechtzeitig aufpumpen können. Da bin ich in den Reifenstapel rein. Ich habe es ein bisschen angedatscht, aber nichts sonst kaputt geworden, außer ein bisschen Bodywork. Aber wir haben ja Tesafilm dabei, da können wir es fixen. Der Rennausgang bis zum Ende offen. Durchhaltevermögen und die richtige Strategie bestimmen den vierten Lauf der VLN. Tropische Temperaturen schon beim Trainingsbeginn des vierten Saisonlaufs der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Eine Hitzeschlacht kündigt sich an. Gleich zwei Rennpremieren unter erschwerten Bedingungen. Mit zwei Lexus RCF GT3 stellt sich Lexus Racing erstmals dem Wettbewerb. Wir haben getestet auf klassischen Rennstrecken wie Hockenheimring, Lausitzring, auch in Spa. Dann schon ein oder zwei Testtage hier auf der Nordschleife, welches ja eine besondere Herausforderung stellt. Emil Frey Racing vertraut dabei des RCF-Cockpit Markus Österreich, Jean-Nant Tresson sowie dem Enkel des Firmengründers Lorenz Frey an. Ebenfalls Familiensache ist der Einsatz bei Farnbacher Racing. Hier sitzen mit Mario und Dominik Farnbacher, die schnellen Söhne von Teamchef Horst Farnbacher, am Lenkrad. Die zweite Premiere an diesem Wochenende, der Mercedes AMG GT3. Mit dem Nachfolger des siegreichen SLS soll die Erfolgsgeschichte im Zeichen des Sterns fortgeführt werden. Eine Abordnung des Werkseinsatzteams HWA kümmert sich beim vierten VLN-Lauf um den Premiereneinsatz und stößt dabei auf großes Interesse bei Teilnehmern und Fans. Bernd Schneider, Thomas Jäger und Jan Seifert liegt es in den Händen, das Debüt zum Erfolg zu führen. Konzeptionell liegt der GT3 dabei nah am Vorgänger SLS. Ja, wir haben viel Basisarbeit gemacht im Vorfeld, einfach aussortiert, Setup gemacht, alles auf normalen Grand Prix-Strecken. Waren noch nicht viel auf der Nürburgring-Nordschleife, weil die Testzeit oder die Streckenverfügbarkeit sehr limitiert ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir gehen hier zum Rennen fahren, um letztendlich Erkenntnisse zu gewinnen. Und ja, das ist, denke ich, richtig, um sich gut vorzubereiten. Spannung bringt die Frage mit sich, inwieweit der GT bereits beim ersten Renneinsatz konkurrenzfähig ist. Auf das Bruderduell lässt sich Rowe Racing ein. Die Truppe des Wormser Mineralölherstellers möchte bei VLN 4 mit ihrem SLS den Gesamtsieg holen. Und dies geht natürlich nur, indem man auch die Konkurrenz aus Affalterbach schlägt. Immer ganz vorne mit dabei ist auch Fricadelli Racing, wie der Gesamtsieg beim letzten VLN-Lauf zeigt. Doch die starke Konkurrenz und die Hitze werden es Sabine Schmitz, Klaus Abelen und Patrick Heusmann nicht so einfach machen, mit ihrem Porsche 911 GT3R erneut bis ganz oben aufs Treppchen zu fahren. Wie gesagt, wie beim letzten Mal, erstmal durchhalten. Aber ich denke, die Konkurrenz, die da ist, ist noch mal stärker als beim letzten Lauf. Mit dem neuen Mercedes, Falken ist er da mit dem Porsche und Grobe auch. Also es wird sicherlich ein hartes Rennen, vor allem schon mit der Hitzeschlacht. Eine Rechnung offen nach dem unfallbedingten Ausfall beim letzten Lauf hat das Wochenspiegel-Team Mantai. Der Porsche 911 GT3 RSR wird in der Besetzung Georg Weiß, Jochen Krumbach und Oliver Kainz angreifen. Auch für sie wird einer der Gegner mit Sicherheit die hohe Temperatur sein. Ich denke mal, wir werden so 60 Grad im Cockpit haben. Wir sind entsprechend vorbereitet. Wir haben ein Trinksystem und im Vorfeld bereitet sich jeder Fahrer darauf vor. Also natürlich wird es eine extreme Belastung geben. Nicht nur für uns Fahrer, natürlich auch fürs Fahrzeug, ganz klar. Und auch fürs ganze Team. Ne? Wenn ich jetzt an Boxenstopp denke und so weiter,
ich hoffe mal, wir kommen da gut durch. Wir sind entsprechend vorbereitet und ich bin da echt zuversichtlich. Nach dem Podium beim 24-Stunden-Rennen ist auch die Falkenmannschaft zurück auf dem Nürburgring und erfährt im Zeittraining direkt einen Dämpfer. Bereits nach einer Runde steht der Porsche von Alexandre Imperatori und Peter Dumbrick beschädigt an der Box. Ich war auf einer schnellen Runde und überholte zwei langsame Fahrzeuge. Dann kam der Phoenix Audi mit der Nummer 5. Ich war auf der Innenseite der Kurve und beim Einlenken haben wir uns berührt. Jetzt bleibt wenig Zeit für die Reparatur. Während die Mechaniker der Falken Crew alle Hände voll zu tun haben, den Porsche noch vor Ablauf des Trainings zurück auf die Strecke zu bringen, ist der Audi R8 LMS Ultra von Phoenix Racing schon wieder unterwegs. Hier erläutert Teammanager Dirk Theimann eine etwas andere Sicht auf den Unfall. Wir hatten ja auch einiges zu schrauben. Wir haben hinten an der rechten Beifahrerseite geschraubt. Hinteres Seitenteil mussten wir erneuern, zwei Kunststoffteile. Ja, ich habe es mir gerade auf der Inboard-Kamera von unserem Auto angesehen. Ich glaube, da war der Falken Porsche, ich weiß nicht, wer gefahren ist von den beiden, sehr optimistisch, was den Bremspunkt angeht. Wenige Minuten vor Trainingsende steht Rover Racing ganz oben auf dem Zeitentableau. Bis Thomas Jäger zeigt, was der Neue wirklich kann und mit 8 Minuten 2 die Pole Position einfährt. Doch es kommt noch dicker für Rover Racing. Nico Bastian kommt in seiner letzten gezeiteten Runde von der Strecke ab und beschädigt den SLS. Keine Chance für das Team, den weitwunden Wagen noch bis zum Rennstart zu reparieren. Aus der Traum vom Gesamtsieg. Gleich auf Sport 1. Heiß geht es her beim Start zum vierten Lauf der VLN. Zurück beim vierten Saisonlauf der VLN Langstreckenmeisterschaft. Die Startaufstellung füllt sich mit begeisterten Fans. Ganz vorne eine große Traube um die Trainingsschnellsten und ihrem Mercedes AMG GT3. Pole Position direkt beim Renndebüt. Eine klare Ansage an die Konkurrenz. Ja, wir wollen einfach Erfahrung sammeln und jetzt ein möglichst problemloses Rennen abspulen. Es ist heute extrem heiß, das ist schon eine hohe Belastung fürs Auto auch, aber es sind sehr gute Testbedingungen und wir hoffen, dass wir ohne Probleme durchkommen. Das wäre das Ziel für heute. Die Lücke der verunfallten Zweiten von Rover Racing füllt Walkenhorst Motorsport. Hier ist es der finnische BMW-Junior Jesse Kroon, der den Starthörn in sengender Mittagshitze fahren wird. Aus der zweiten Startreihe geht der Fricadelli-Porsche ins Rennen. Hier sitzt Klaus Abelen hinterm Lenkrad. Dahinter die beiden Fahrzeuge, die bereits im Training aneinander geraten waren. Der Phoenix Audi mit Christian Marmaro am Steuer und der Falken Porsche pilotiert von Alexandre Imperatori. Die beiden Newcomer aus Japan sind in Reihe 5 zu finden. Hier werden Dominik Farnbacher und Markus Österreich die ersten Rennrunden absolvieren. Der Start ist freigegeben. Die Meute stürmt in Richtung Mercedes-Benz Arena. Sieger der Hatz, Imperatori im Falken Porsche. Von Startreihe 3 aus geht er innen am AMG vorbei. Am meisten an Boden verliert Klaus Abelen. Erst ziehen der Falken und der Wochenspiegel Porsche vorbei. Dann sieht auch Marmoro im Phoenix Audi seine Chance. Ausgangs der Mercedes-Benz Arena folgt ihm der Lexus von Dominik Farnbacher. Die Spitze biegt auf die Nordschleife ein. Nun wird es schwierig zu überholen. Jochen Krumbach im Wochenspiegel Porsche auf dem Weg hinunter nach Breitscheid gibt alles, um nicht nach vorne abreißen zu lassen. Dann ist auch die zweite Startgruppe im Rennen. Die Audi TTRS von LMS Engineering und Race and Event bestimmen in Kurve 1 das Geschehen. Eine bunte Mischung aus GT3 und Tourenwagen unterschiedlichster Couleur ist ihnen auf den Fersen. Mittendrin der Opel Astra OPC Cup mit 12 baugleichen Fahrzeugen, eine der teilnehmerstärksten und ausgeglichensten Klassen in der VLN. Währenddessen die Spitze bereits im Bereich Steilstreckenkurve
Zwischen Jäger und Imperatori herrscht schon ein Respektabstand. Und auch hinter dem AMG GT3 klafft eine Lücke. Die dritte Startgruppe geht ins Rennen und schon in der ersten Kurve geht es mächtig zur Sache. Die Hitze wohl nicht förderlich für ein paar Teilnehmer im BMW M235 E-Cup. Es wird um jeden Zentimeter gekämpft. Die Führenden sind auf der Döttinger Höhe unterwegs. Imperatori kann seinen Abstand zu Jäger weiter ausbauen. Dahinter folgen Krumbach im Wochenspiegel Porsche und Krohn im Walkenhorst BMW Z4. Zurück ins Wochenspiegel-Cockpit von Jochen Krumbach. In seinem Heck Jesse Krohn im Walkenhorst BMW. Der sieht die Lücke und geht im Streckenabschnitt Metzgesfeld vorbei auf Rang 3. Markus Österreich läuft nach wenigen Runden auf Abelen auf. Er kann den Speed des GT3 Porsche vor ihm zwar mitgehen, einen Weg an ihm vorbei findet er allerdings nicht. Doch dieses Problem erledigt sich dann von selbst. Es folgt ein früher Boxenstopp bei Fricadelli Racing. Bereits nach Runde 3 werden Fahrer und Reifen getauscht. Eine Runde später ist auch der Walkenhorst BMW an der Zapfsäule. Doch BMW Junior Krohn bleibt im Cockpit. Die vorgezogenen Boxenstopps nicht unüblich in der VLN. Hier spielen strategische Überlegungen eine Rolle. Am Ende der sechsten Runde spitzt sich die Lage an der Front zu. Jäger hat auf den letzten Kilometern die Lücke zur Imperatori geschlossen und bläst zum Angriff. Weniger als eine Wagenlänge trennt beide in der hohen Rheinschikane. Doch der Showdown bleibt aus. Imperatori biegt zum ersten Boxenstopp ab. Somit Führung für den Mercedes AMG GT3. Nach Runde 7 steuert auch der Mercedes die Box an. Jäger steigt aus, Bernd Schneider nimmt Platz. Eine Runde später folgt der Wochenspiegel Porsche. Somit hat die gesamte Spitze einmal gestoppt. Auch beide Lexus RCF waren an der Box. Die Fahrer versuchen nun, sich ein wenig von den Hitzestrapazen zu erholen. Ja, wir haben Auto ja das erste Mal eingesetzt. Und ich glaube, das ist immer so der letzte Punkt, an den die Ingenieure denken, wenn es klimatisiert das Autodesign, dass es den Fahrern unter Umständen warm werden kann. Ist ja in so einem Rennfahrzeug nichts so richtig isoliert. Also war schon richtig, richtig warm. Wir haben zwar schon gestern nachgebessert mit hauptsächlich Entlüftung der Fahrerkabine. Aber ist immer noch, gerade bei den Außentemperaturen, super, super heiß. An der Spitze auch nach den Boxenbesuchen. Krohn im Walkenhorst BMW Z4. Dank des frühen Stopps und sehr schnellen Rundenzeiten sammelt der BMW Junior die ersten Führungskilometer für das Team aus Melle. Hinter ihm eine große Lücke und dann der Fricadelli Porsche mit Patrick Heusmann am Steuer. Auf Rang 3 Peter Dambrick im Falken Porsche, dem Bernd Schneider im Mercedes dicht auf den Fersen ist. Das Duell Schneider gegen Dambrick gab es früher unter Markenkollegen in der DTM. Jetzt heißt es Mercedes gegen Porsche. Der AMG GT3 ist schneller, die Lücke zu finden allerdings schwer. Doch nach Runde 11 bietet Dambrick Schneider eine Gelegenheit. Der DTM-Rekordmeister schlägt zu. Somit nun AMG auf Rang 3, Falken Vierter. Doch die Freude bei der HWA-Truppe währt nicht lange. Ungeplanter Boxenstopp, augenscheinlich mit längerer Standdauer. Nein, leider ist es kein planmäßiger Stopp. Gerade wenn man in die Box reinschiebt, ist es keiner. Ja, wir haben leider einen Radlagerschaden. Ist ein bewährtes Teil aus dem SLS, also können Sie es gerade selber nicht so richtig erklären. Sind aber hier zu testen. Also das heißt, gerade deswegen sind wir hier hochgekommen, weil die Belastung auf der Nordschleife gerade eine andere ist. Und ja, jetzt versuchen wir das Ganze eifrig wieder zu reparieren, dass wir wieder schnell auf die Strecke können. Während die Mercedes-Truppe fieberhaft versucht, den Radlagerschaden am AMG GT3 zu reparieren, absolvieren Fricadelli Racing, Falken Motorsport und die Mannschaft des führenden Walkenhorst BMW jeweils den zweiten Boxenstopp des Rennens. Bei Jesse Krohn hat die Hitzeschlacht kaum Spuren hinterlassen.
Ich trainiere sehr hart, damit meine Leistung bei solchen Bedingungen nicht nachlässt. Ich trainiere auch in der Sauna und bin nach Spanien umgezogen, um noch mehr Hitze zu ertragen. Heute war es mein Vorteil. Nach einer halben Stunde Reparaturarbeit kann der Premiereneinsatz des Mercedes AMG GT3 weitergehen. Nun zwar chancenlos mit mehreren Runden Rückstand, doch in der Entwicklungsphase zählt jeder gefahrene Kilometer, besonders auf der Nordschleife. Das Lexus-Debüt verläuft derweil reibungslos. Nur die Hitze im Cockpit macht den Fahrern sehr zu schaffen. Beide RCF haben sich in den Top 10 festgesetzt. Doch dann noch mal eine Wendung. Der von Dominik Farnbacher pilotierte Lexus steckt in den Reifenstapeln der Nürburgring-Kurzanbindung. Bange Momente beim Team. Doch dann befreit er sich und steuert kurze Zeit später die Box an. Die bestätigte Motorhaube wird notdürftig repariert. Und weiter geht die Fahrt. Ich bin also unser Bremspedal ziemlich lang geworden. Schlagartig und ich muss pumpen. Aber ich habe es nicht mehr rechtzeitig aufpumpen können, da bin ich in den Reifenstapel rein. Habe es ein bisschen angedatscht, aber nichts sonst kaputt geworden, außer ein bisschen Bodywork. Aber wir haben ja Tesafilm dabei, da können wir es fixen. Gleich auf Sport 1, das Finale der Hitzeschlacht und Zitterpartie, reicht der Sprit bis ins Ziel. Zurück beim vierten Lauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Das Rennen geht in die Schlussphase. Die richtige Tankstrategie entscheidet über Sieg oder Niederlage. Der Walkenhorst BMW war schon früh zum dritten Mal an der Box. Die Verfolger rechnen, ob die Benzinmenge für den nun am Lenkrad sitzenden Fahrer Felipe Fernandez Laser wirklich bis zum Ziel ausreichen wird. Verfolgt wird Laser von Jochen Krumbach im Wochenspiegel Porsche. Der hat nicht nur Sichtkontakt, sondern kommt immer näher heran, wittert seine Chance. Doch kurze Zeit später biegt Krumbach ab. Der Porsche muss noch einmal zum Tankstopp, wenn auch nur für einen kurzen Splash and Dash. Die Rechner an den Kommandoständen von Falken Motorsport und Fricadelli Racing laufen heiß. Beide Teams haben ihre letzten Stopps bereits vollzogen und hoffen, dass die Walkenhorst-Mannschaft noch nachtanken muss. Kurz vor dem Ablauf der 4-Stunden-Distanz kommt Laser noch einmal Richtung Start und Ziel. Die Spannung steigt. Laser bleibt allerdings auf der Strecke, also kein Boxenstopp. Stattdessen das Schwesterfahrzeug beim Nachtanken. Das war's für die Konkurrenten. Dass der BMW-Tank leerlaufen würde, eher unwahrscheinlich. Die Truppe der Führenden lange genug dabei in der VLN. Und bei Walkenhorst Motorsport hat man richtig gerechnet. Sieg mit knapp 40 Sekunden Vorsprung für Schlussfahrer Laser, Michela Ceruti und Jesse Krohn. Und beim Teamchef sowieso. Ja, weil ich meine, im ersten Platz und dann Gesamtsieg, ich glaube, da können wir sehr, sehr stolz drauf sein. Sehr, sehr stolz. Also ich bin auf mein Team tierisch stolz. Ich würde sagen, haben wir mal verdient gehabt. Wir sind ja nur ein kleines Privatteam mit sehr guter Unterstützung aus der Industrie. Speziell meinen Partner Dunlop, der uns heute wirklich extrem weitergeholfen hat. Mit einem sensationellen Reifen, was ich so von Fahrern höre. Ich durfte den Reifen leider noch nicht fahren, aber spitze. Also gut zufrieden. Mein Auto hat gut gehalten oder alle Autos haben gut gehalten. Wir haben keine Beule, keinen Kratzer gefahren. Was will man als Teamchef mehr? Ich glaube, sensationell. Also ich bin wirklich happy. Vielleicht sieht man mir jetzt noch nicht so an, aber ich bin jetzt nach 11 Runden auch aus dem Auto raus. Bei der Hitze merkt man es doch schon ein bisschen. Ne? Verhaltener der Jubel bei Falken Motorsport. Der erste VLN-Sieg zum Greifen nah. Doch am Ende Platz 2 für Alexandre Imperatori und Peter Dumbrick. Trotzdem ein hervorragendes Ergebnis nach dem Unfall im Zeittraining. Als Drittplatziertes schafft es die Besatzung der schnellsten Ringfrikadelle Patrick Heusmann, Sabine Schmitz und Klaus Abelen zum zweiten Mal in Folge auf das Podest. Auch die Debütanten sehen das Ziel. Die beiden Lexus RCF laufen auf den Rängen 10 und 11 ein. Der AMG GT3 erreicht aufgrund des Radlagerschadens nur den 52. Gesamtrang. Doch für solche Kinderkrankheiten hat man bei AMG gute Ärzte. Eine Pause zum Abkühlen bietet der Saisonkalender der VLN.
Am 1. August folgt mit dem ADAC Barbarossa-Preis der 5. Saisonlauf in der grünen Hölle. Genug Zeit also, um Fahrer und Autos wieder fit zu bekommen.